Lisa, in meinem Dokument sind zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt wird mit römischen Ziffern nummeriert und der zweite mit arabischen. Nur das Inhaltsverzeichnis ist stur und zeigt mir beides mal arabische Ziffern an. Wo ist denn da das Problem? Markus, es gibt in Word zwei Möglichkeiten, die Seitenzahl zu formatieren. Einmal direkte Formatierung mit Hilfe eines Formatschalters in der Feldfunktion. Das wird dann aber nicht im Verzeichnis übernommen. Und ich glaube, das ist hier der Fall. Wenn du bitte mal runterscrollst, damit wir die Fußzeile sehen, die Seitenzahl, dann mit Alt und F9 die Feldfunktionen anzeigen lässt, wird erkennbar, dass das genau hier passiert ist. Das Page-Feld wurde mit dem Formatschalter Roman, römische Ziffern, formatiert. Und das wird nicht im Verzeichnis aufgenommen. Du musst die zweite Möglichkeit wählen und die geschieht quasi im Verborgenen. Du kannst jetzt wechseln oben im Menüband auf die Registerkarte Kopf- und Fußzeile, dann auf der ganz linken Seite auf Seitenzahl und dann Seitenzahlen formatieren. Und hier legst du über das Zahlenformat fest, ob arabisch, römisch oder eine andere Variante. Das heißt, wenn ich jetzt mein Verzeichnis aktualisiere, dann erscheinen die richtigen römischen Seitenzahlen.